So, ich habe 5 auf der Uhr. Das heißt, wir können mit deutscher Pünktlichkeit losschlagen. Liebe Damen und Herren, willkommen bei diesem Einführungsvideo zu diesem Online-Kurs oder wie das auf Hochdenglisch so schön heißt, diesem Webinar zum Thema Book-Widgets, insbesondere der Gebrauch direkt innerhalb von Microsoft Teams. Bevor wir losschlagen, möchte ich gerne eine kurze Bemerkung machen. Und zwar, wenn ihr im Laufe der Vorführung irgendwelche Fragen habt, dann möchte ich darum bitten, die einstweilen nicht zu stellen. Und der Grund, weswegen ich darum bitte, ist, dass wir eine Stunde haben und in der Stunde werde ich eigentlich nur, die eigentliche Vorführung dauert nur 30, etwa 40, vielleicht 45 Minuten. Aber die restliche Zeit ist sowieso vorgesehen für eure Fragen. Und da dies ein Anfängerkurs ist, ist es durchaus möglich, dass die Fragen, die ihr habt, sich selber automatisch beantworten werden. Nun, nachdem die vorgesehene Vorführung fertig ist und ihr habt dann noch immer Fragen. Wie gesagt, die Zeit ist dafür vorgesehen, also dann bitte nur zu, aber nicht während der Präsentation. Wenn ich mich selber unterbrechen muss, um zu sagen, zu der Frage kommen wir später oder wir werden das nachher beantworten, dann verlieren wir ein wenig Zeit, gehen wir weniger effizient vor und so weiter. Das ist eine kleine Sache, die ich von vornherein bemerken möchte. Die andere Sache ist, dass ich zweierlei Annahmen machen werde, Entschuldigung, über euer Niveau. Zum Ersten, das Niveau von Book-Widgets, werde ich davon ausgehen, dass ihr keine Erfahrung habt mit Book-Widgets. Ja? Vielleicht habt ihr noch nie davon gehört, vielleicht habt ihr nie reingeschaut, vielleicht mal kurz reingeschaut, 5 Minuten damit gespielt, aber für jeden praktischen Anwendungszweck keine relevante Erfahrung. Denn wenn das schon der Fall ist, kann es durchaus sein, dass die nächste Stunde recht langweilig wird. Denn wie gesagt, es ist wirklich für Anfänger gemeint. Aber zum anderen möchte ich auch annehmen, dass ihr schon in bestimmtem Maße bequem mit Microsoft Teams arbeitet. Also, dass ihr euch mit Microsoft Teams auskennt, mit den Möglichkeiten da, mit der Struktur, mit den Kursen, mit den Teams, mit den Schülern und so weiter. Ja? Denn darüber werde ich nicht sprechen, nur insofern es relevant oder anwendbar ist für Book-Widgets. Okay, also diese zwei Sachen wollte ich kurz vorab bemerken. Und das gesagt habend, können wir anfangen. Nochmals herzlich willkommen. Und wenn alles gut ist, dann könnt ihr mich hören, meinen Bildschirm sehen und auch mich selber sehen. Also gehe ich hier mal in meine Microsoft Teams-Umgebung. Ich habe hier eine Microsoft Teams-Umgebung mit einem Team, das sich Beispielskurs nennt. Das ist ein Kurs, den wir für diese Zwecke oder für Testzwecke verwenden. Möchte mich von vornherein entschuldigen dafür, dass wir dieses Profil in verschiedenen Sprachen verwenden und aus diesem Grund erscheint hier mancher Text nicht auf Deutsch, sondern in anderen Sprachen. Aber gut. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass diese Umgebung euch bekannt ist und soweit also nichts Neues geschieht. Was aber schon neu ist, was ihr wahrscheinlich nicht habt, ist diesen Tab hier im Menü, der sich Book Widgets nennt. Der kann sehr leicht hinzugefügt werden. Hier mit dem Plus, vergrößern wir es mal kurz. Hier mit dem Plus kann man einfach die Book Widgets Anwendung oder die App suchen. Es lädt sich. So, also ich finde die hier jetzt direkt, denn ich habe die letztens noch gesucht, aber ansonsten einfach Book Widgets, Doppel-O,
und dann kann man das leicht hinzufügen. Dazu sollte ich aber noch sagen, dass vor dem ersten Gebrauch es notwendig ist, dass ein Administrator Bookwidgets den Zugriff verleiht. Und der Administrator, falls ihr diese Meldung erhaltet, das ist der Verwalter des Microsoft-Kontos oder des Office 365-Kontos. Ja, also wenn ihr welche Bookwidgets machen möchtet und ihr seht diese Bemerkung, Administratorrechte sind hier nötig, dann solltet ihr auch euch an den Verwalter des Microsoft- oder Office-Kontos wenden, damit das hinzugefügt werden kann. Es ist nur beim ersten Mal, danach können normalerweise auch alle Kollegen, die in derselben Domäne sind, Bookwidgets problemlos verwenden. Ja? Nachdem das geschehen ist, hat man hier also die Menüoption Bookwidgets. Klicken wir mal drauf. Und dann öffnet sich auch sofort unser Konfigurationsmenü. Beim ersten Mal wird man da die Verbindung mit dem Konto erstellen müssen. Das ist aber recht leicht und ist schnell geschehen. Und wenn das der Fall ist, dann öffnet sich hier dieses Menü mit der Widget-Liste. Das ist in diesem Fall leer. Wird auch leer sein, wenn ihr mit einem neuen Konto anfangt. Und hier würden dann die verschiedenen Widgets erscheinen. Nun, für die, die es nicht wissen, die gar nicht wissen, was Bookwidgets ist. Was ist Bookwidgets oder was ist ein Widget? Ein Widget ist eigentlich eine Art, um zu sagen, eine interaktive Aktivität, jedweder Art. Ja, das können Spielchen sein, das können Teste sein, Übungen, Prüfungen, also digitale Aktivitäten, die man den Schülern zukommen lassen kann, die Schüler entweder spielen können, wenn es Spielchen sind, oder ausfüllen, wenn es Prüfungen oder Übungen sind, zurücksenden. Danach kann man das als Lehrer überprüfen, korrigieren, nachschauen, Kommentare hinterlassen, also Feedback hinzufügen, und das kann man dann auch wieder den Schülern zukommen lassen. Und das ist eigentlich, was wir heute besprechen und zusammen betrachten werden, wie das geht. Also um solch eine Aktivität, solch ein Widget herzustellen, klicke ich sofort mal auf diesen grünen Knopf hier, neues Widget erstellen. Und dann öffnet sich, was ich nenne, unsere Widget-Bibliothek. Also wir haben sehr viele verschiedene Arten von Widgets. Ich glaube, im Moment gibt es über 40 Typen. Und die lassen sich einteilen in verschiedenen Kategorien. Also zum Beispiel sehen wir hier Test und Überprüfung. Die sind mit einer grünen Farbe versehen. Das sind, lass uns sagen, klassischere Fragetypen, wo man also Fragen stellt und die Schüler antworten müssen. Dann gibt es auch die Kategorie der Spiele mit einer Bingo-Karte, Kreuzworträtsel, mit einer Wortsuche und so weiter. Wir haben verschiedene Widgets, die sich auf audiovisuelle Elemente beziehen, also Bilder und Videos, Audio, ja, bestimmte für Mathematik, Produkten von Drittanbietern, die man dann einbetten kann, und noch ein paar verschiedene. Nun, heute wird uns nicht die Zeit ausreichen, um über alle Widgets zu reden, leider, denn das würde mir Spaß machen. Wir müssen uns beschränken, und ich werde einen bestimmten Widget-Typ wählen, und der wird sein das Arbeitsblatt. Und zwar deswegen, weil das Arbeitsblatt eigentlich das populärste, beliebteste, meistgebrauchte unserer Widgets ist. Und zwar deswegen, weil es die größte Flexibilität bietet mit dem, was man damit tun und machen kann. Ja. Ich habe hier ein Beispiel eines Arbeitsblattes, können wir mal reinschauen. Das ist zwar auf Englisch, ist aber, denke ich, für die Zwecke von heute jetzt nicht ganz wichtig. Also man kann zum Beispiel hier ein Video direkt von YouTube aus einbetten. Und dazu kann man dann Fragen bilden. Ich habe das hier schon mal ausgefüllt. Tun wir es mal weg. So, jetzt ist es wieder leer. Also man kann dann da jede Art von Fragen dazu bilden. Hier gibt es Mehrfachauswahl, Fragen mit einer Option, mit mehreren Möglichkeiten. Einfache Ausfüllfragen, ne? So, wo man einfach die Antwort reinschreibt ins Textfach.
Hier gibt es dasselbe, aber in einem Text. Da kann man ebenfalls Mehrfachauswahlfragen bilden. Hier gibt es eine Übung, bei der die Schüler Wörter markieren sollen, je nach Kategorie, die man dann selber als Lehrer definieren kann und so weiter. Hier Text in die Fächer reinschleppen und so weiter und so fort. Dies ist ein sehr ausgearbeitetes Arbeitsblatt. Da wir heute nicht die Zeit haben werden, um sowas Ähnliches zu erarbeiten, zu erstellen, wollte ich euch diesmal zeigen, damit ihr eine Idee bekommt, was da so alles möglich ist. Ja, hier kann man Sachen verbinden in den verschiedenen Spalten und so weiter und so fort. Ja, also da habt ihr eine Idee, was da so alles möglich ist. Neben dem Arbeitsblatt ist ebenfalls sehr beliebt das geteilte Arbeitsblatt. Und das ist im Wesentlichen dasselbe. Aber zusätzlich kann der Lehrer hier eine Art von, lass uns sagen, Quelle hinzufügen. Ja, diese Quelle kann sein, jetzt befindet sich dieser Tab hinter meinen Zoom-Einstellungen. So. Also hier ist ein Beispiel eines geteilten Arbeitsblattes. Wie man sieht, sehr, sehr ähnlich auf der linken Seite der Fragebogen, aber dann auf der rechten Seite in diesem Fall eine PDF-Datei, die der Lehrer dazugeladen hat, damit logischerweise die Aufgabe lautet, lest euch den Text durch und dann beantwortet die übereinstimmenden Fragen im Arbeitsblatt. Dies ist ein Beispiel eines geteilten Arbeitsblattes mit einer PDF-Datei, kann aber ebenfalls ein Video sein aus dem Internet, Video hochgeladen von der Festplatte. Es kann ein Text sein, der von Hand geschrieben ist, also direkt ins Widget reingeschrieben. Ja, also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Außerdem, da wir Kunden, also Lehrer haben und Schüler, die mit verschiedenen Geräten arbeiten, manche auch auf Tablets und Smartphones. Für diese Zwecke ist es zum Beispiel auch möglich, hier diesen Balken hier zu verschieben, damit der Text kleiner wird oder gar weggeht. Oder ganz im Gegenteil, dass der Text größer wird, wenn er auf kleinen Schirmen nicht gut lesbar ist und so weiter. Also diese Sachen kann man alle anstellen mit einem geteilten Arbeitsblatt. So, dann gehen wir aber mal zurück, denn wir möchten jetzt gerne ein Widget zusammen ausarbeiten und mal reingucken, wie es funktioniert. Ne? Also klicke ich hier auf Arbeitsblatt und es öffnet sich ein neues Konfigurationsmenü, mit dem wir also unsere Fragen, das Arbeitsblatt mit Fragen bestücken können und das Ganze konfigurieren. Ganz am Anfang gebe ich eigentlich immer als Tipp, dass man dieses Menü hier links verwendet als Leitdraht und dass man immer von oben, schön von oben nach unten arbeitet, damit man keine Einstellungen, die wichtig sein könnten oder relevant, dass man die nicht übersieht. Ja, und diesen Ratschlag werde ich auch jetzt selber entgegennehmen. Also fangen wir an mit dem Namen des Widgets. Ja, lass uns davon ausgehen, dass dieses Widget gemeint ist für den Geografieunterricht und der Kurs von heute wird sein über Europa. Also nenne ich mein Widget Europa, jetzt heißt es so. Und dann gehen wir weiter mit den Fragen. Hier habe ich eine einzige Möglichkeit und zwar Frage hinzufügen. Wenn ich darauf klicke, öffnet sich eine weitere Bibliothek oder eine Bank mit den verschiedenen Fragetypen, die wir haben. Wir haben da jede Menge von Fragetypen. Ich glaube, im Moment sind es 32. Wir haben da vor ein paar Monaten noch was hinzugefügt. Aber auf jeden Fall, diese Fragetypen entsprechen eigentlich genau dem Arbeitsblatt, das ich gerade eben gezeigt habe. Also dieses hier hat eine Frage von jedem Typ. Also das ist dasselbe. Ja? Nun, der große Vorteil und die große, lass uns sagen, Stärke von Bookwidgets ist, die Zeitersparnis. Man hat diese Zeitersparnis in zwei Aspekten. Einerseits das Aspekt des Erstellen des Widgets. Also ein Widget machen ist sehr leicht, sehr intuitiv. Ich hoffe, dass ich euch heute davon euch auch überzeugen werden kann.
Aber zu mehr ist es auch sehr einfach, um zu arbeiten mit audiovisuellem Material. Und das ist das, was die Schüler reizt. Ne? Wenn Bilder vorhanden sind, Videos, Audioquellen, die sie sich anhören können und so weiter, das ist mit Book Widgets sehr einfach zu erstellen. Also zum einen, das Machen des Widgets ist sehr einfach. Und dann zum Zweiten gibt es eine riesige Zeitersparnis, wenn es darauf ankommt, die Arbeiten zu überprüfen. Denn die allermeisten Widgets und auch alle Fragen oder fast alle Fragen in dieser Liste, die haben eine Autokorrekturfunktion. Das heißt, wenn die Schüler das Widget ausfüllen und zurücksenden, dann hat das bereits eine Note. Ja? Das Widget wird das bereits vorkorrigieren. Wie wir später sehen werden, können wir da dann noch manuell nachschauen, eventuelle Fehler rausholen, aber die größte Arbeit wird bereits gemacht sein. Auch das werden wir heute zusammen uns anschauen. Nun, für unsere Zwecke möchte ich gerne einen sehr illustrativen Fragetyp wählen, wie ich meine, und das ist das Bild mit Anmerkung versehen. Hier ist die Absicht, dass wir ein Hintergrundbild hochladen werden. Darauf bauen wir kleine Textfächer und die müssen die Schüler dann ausfüllen, damit sie Teile des Bildes benennen können. Ne? Also klicken wir mal drauf und wir landen in einem neuen Menü, wo auch der Tipp gilt, immer schön von oben nach unten. Also das allererste, was ich machen werde, ist die eigentliche Frage formulieren. Und diese wird lauten: Lass uns sagen, welche europäischen Hauptstädte sind hier angezeigt. Sowas. Ne? So, dann gehen wir eine Stufe runter und wählen wir uns das eigentliche Hintergrundbild der Übung. Wenn ich auf diesen Plus klicke, habe ich dreierlei Möglichkeiten. Ich wähle mir ein Bild aus, direkt von der Festplatte und lade es hoch. Ich importiere es aus Google Drive, wenn ich ein verknüpftes Google Drive-Konto habe. Oder ich suche mir ein Bild im Internet raus. Später möchte ich noch eine kurze Bemerkung machen zur Online-Suche, aber vorläufig suchen wir uns erstmal ein Bild von der Festplatte aus. Denn wenn alles gut geht, habe ich hier eins bereitliegen. Eine leere Karte Europas. Ja, diese möchte ich verwenden für meine Übung. Und darauf möchte ich jetzt Orte angeben, die die Schüler benennen sollen. Also, noch eine Stufe runter, Eingabefelder, Eingabefeld hinzufügen, klicken wir drauf. Und dann sehen wir hier ganz oben, richtige Antwort in Klammern optional. Nun, ich bin nicht ganz damit einverstanden, dass die Angabe der richtigen Antwort optional ist. Und zwar, obwohl man das Widget erstellen kann, ohne Angabe der richtigen Antwort, wird die Autokorrekturfunktion nur funktionieren, wenn das Widget die richtigen Antworten kennt, natürlich. Also muss man die auch eintragen, damit das Widget vergleichen kann, was der Schüler geschrieben hat, logischerweise mit der richtigen Antwort und dann bestimmen, ob der Punkt vergeben wird, ja oder nein. Also in dem Sinne möchte ich sagen, die richtige Antwort ist nicht echt optional, sondern notwendig. Tragen wir die mal ein. Zum Beispiel, wir möchten Berlin benennen auf der Karte. Ja. Richtige Antwort lautet demnach Berlin. Und die Position werden wir jetzt bestimmen. Klicke ich auf der Karte. Und dann habe ich hier zweierlei Sachen, die ich verschieben kann. Dies ist die Referenzmarke. Ja, das ist der Marker. Den schiebe ich hierher. Ja. Und dann dies ist das eigentliche Texteingabefeld. Das kann ich irgendwo platzieren auf der Karte, wo ich will, egal wo. Ich werde es jetzt mal einfach hier hinschieben. Ja? Und fertig. Jetzt in diesem Moment können wir uns bereits das Ergebnis anschauen mit Vorschau. Wenn wir drauf klicken, sehen wir die Karte und den Punkt, den wir hinzugefügt haben. Ja? Nun, dies ist keine große Herausforderung, also fügen wir nochmal weitere Punkte hinzu. Gehe ich zurück. Dann klicke ich hier auf Eingabefeld hinzufügen. Entschuldigung, lass uns sagen Paris. Ja. Paris liegt hier. Eingabefeld da. Und abermals fertig. Noch ein Eingabefeld hinzufügen. Lass uns sagen Rom.
Rom liegt hier. Eingabefeld da und fertig. Abermals auf Vorschau. Und ihr seht, wie einfach es ist, um eine tolle Übung zu erstellen in kaum welche Minuten. Ja, das ist sehr schnell geschehen. Also so schnell geht das mit den Widgets. Jetzt möchten wir nochmal eine zweite Frage hinzufügen, denn eine einzige Frage ist ein wenig, wie gesagt, nicht herausfordernd genug und auch nicht illustrativ genug für unsere Zwecke. Also fügen wir nochmal eine zweite Frage hinzu. Gehe ich zurück, nochmal zurück. Jetzt haben wir die erste Frage, welcher europäischen Hauptstädte sind hier angezeigt? Und jetzt fügen wir eine andere Frage hinzu. Jetzt können wir erneut einen Fragetyp wählen. Dieses Mal werde ich eine andere Fragesorte wählen und eine, die mir für diese Art von Seminaren gut gefällt, weil sie sehr illustrativ ist, ist die Frage für Audio zu Bild zu ordnen. Hier ist die Absicht, dass die Schüler zwei Spalten von Elementen erhalten. In der linken Spalte gibt es Audioschnipsel, also Audiofragmente. In der rechten Spalte gibt es Bilder und sie sollen dann Paare machen, indem sie eine Gerade zwischen zwei Elementen zeichnen. Also klicken wir drauf. Ein sehr ähnliches und sehr erkennbares Konfigurationsmenü, wo wir erneut zuerst mal die Frage formulieren und diese wird lauten in diesem zweiten Fall. Lass uns sagen, verbinde das Land mit dem übereinstimmenden Monument. Ja, keine Rechtschreibfehler, nein, ich hoffe nicht. Und jetzt werden wir ein Paar bilden. Also die Absicht in den allermeisten Widgets ist, dass der Lehrer die richtige Antwort vorgibt, also dem Widget die richtige Antwort vorgibt und dass der Widget dann eigentlich den Rest macht. Und für diesen Fragetyp bedeutet das, dass wir die Paare eintragen und danach wird das Ganze für die Schüler dann gemischt, damit es nicht mehr deutlich ist, welche die Paare sind. Ja, das ist die Absicht. Also fügen wir hinzu und erneut von oben nach unten. Immer schön von oben nach unten, das ist die leichteste Art vorzugehen. Und dann lese ich hier zuallererst Audiobeschreibung. Hier möchte ich eintragen, was mein eigentliches Fragment beinhaltet. Und dazu werden wir später noch kommen. Aber es ist nicht immer möglich oder es wird nicht immer möglich sein, sich das eigentliche Audio-Fragment anzuhören. Ja? Und in dem Fall werden wir die Beschreibung brauchen. Also lasst uns sagen, dass diese lauten wird. Deutschland. Ja? Und dann klicke ich hier abermals auf den Plus. Dateiauswahl auswählen von der Festplatte, importieren von Google Drive und mein Liebling, Audio direkt aufnehmen. Klicken wir da mal drauf. Wenn man ein Mikrofon angeschlossen hat, das richtig funktioniert natürlich, hat man die Möglichkeit, um sofort die eigene Stimme aufzunehmen und ins Widget reinzuladen. Also klicke ich hier mal diesen kleinen Mikrofonknopf und dann kann ich sofort meine Stimme aufnehmen. Deutschland. Dies verarbeitet kurz. Wir können uns das anhören. Deutschland. Ja, ich kann das löschen, wenn ich möchte. Ich kann es nochmal versuchen, aber lass uns sagen, in diesem Fall bin ich zufrieden. Klicke auf Akzeptieren. Das lädt hoch und schon ist es mit dem Widget verbunden. Ja? Jetzt wählen wir ein Bild dazu und abermals haben wir dieselben drei Möglichkeiten. Bild auswählen, importieren von Google Drive oder ein Bild im Internet suchen, Bild online finden. Das werden wir jetzt mal tun. Denn ich möchte dazu bemerken, dass wir eine Datenbank haben, die nennt sich Pixabay. Ist nicht unsere eigene Datenbank, aber wir verwenden die, wo alle Bilder und alle Fotos frei von Urheberrechten sind. Ja? Das Problem mit Google ist oft, obwohl das oft ignoriert wird, ist es schon die Tatsache, dass viele Bilder, viele Fotos urheberrechtlich geschützt sind und dass man die eigentlich nicht verwenden soll, nicht verwenden darf, ohne zumindest den Macher oder den Fotografen, je nachdem, zumindest namentlich zu erwähnen oder in anderen Fällen dafür zu zahlen. Ja, in vielen Fällen darf man die Bilder nicht nur so verwenden. Aber bei dieser Datenbank ist das überhaupt nicht der Fall. Also suchen wir uns mal ein Foto des, lass uns sagen, Brandenburger Tors.
Denn das Brandenburger Tor ist ja recht ikonisch für Deutschland. Und ich möchte auch sofort den Tipp geben, dass es sich lohnen kann, auf Englisch zu suchen. Ja, es scheint da im Englischen mehr Suchergebnisse zu geben. Also wenn ich zum Beispiel statt Brandenburger Tor Brandenburg Gate eintrage, dann werdet ihr sehen, Dutzende von Fotos mehr. Ja? Also, lass uns mal ein Foto wählen. Lass uns sagen, dieses Foto, dieses Bild gefällt mir. Klicken wir drauf, fügt sich zu, zack, und ist schon gegessen. Jetzt bilden wir mal ein zweites Paar hinzufügen. Jetzt machen wir es ein wenig schneller. Die Audiobeschreibung. Frankreich. Audio aufnehmen. Frankreich. Wird verarbeitet. Akzeptieren. Foto hinzu. Lass uns sagen, Eiffelturm. Was denn sonst? So, dieses Foto gefällt mir. Wird hinzugefügt. Drittes Paar. Italien. So. Audioaufnahme. Italien. Wird verarbeitet. Bild dazu. Kolosseumsuche. Dieses Foto gefällt mir. So, und ratzfatz haben wir eine neue Übung erstellt. Um zu sehen, wie sie aussieht, können wir in egal welchem Moment auf Vorschau klicken. Also lassen wir das mal tun. Und jetzt sehen wir die erste Frage, welche europäischen Hauptstädte sind hier angezeigt? Ja, mit der Karte. Und jetzt haben wir auch die zweite Übung dazu. Ich sehe hier gerade, dass das Wort Frage auf Spanisch erschienen ist und das hat damit zu tun, dass ich gestern dieselbe Vorführung auf Spanisch geführt habe. Das werden wir gleich ändern. Normalerweise erscheint dies auf Deutsch, denn die Sprache wird erkannt anhand von der Computersprache, die ihr verwendet normalerweise. Ja? Nun gut, auf jeden Fall sehen wir hier oben das Wort Schüleransicht. Und die Schüleransicht ist genau das, was es bedeutet. Die Schüleransicht. Das heißt, wenn eure Schüler das Widget öffnen, dann werden sie genau dies sehen. Und das hat einen großen Vorteil. Das sorgt dafür nämlich, dass ihr als Lehrer mit dem Widget spielen könnt und entdecken, wie es funktioniert. Ja, also nun gut, es ist recht intuitiv, dass man hier die Sachen einfach reinschreiben kann. Ja, so. Aber zum Beispiel bei dieser Frage kann man entdecken, dass man hier diesen Lautsprecher anklicken soll, um sich das Audiofragment anzuhören. Deutschland. Ja. Dann kann man auch entdecken, dass man hier auf einer Kugel oder auf einem Kreis klicken kann und dann die Maus schleppen, um so ein Paar zu bilden. Ja. Das zum Beispiel. Zum anderen, wenn die Fotos zu klein sind, kann man draufklicken, dann ergrößert sich das. Kann man reinzoomen, das kann man dann schieben, kann man wieder auszoomen und so weiter. Also diese Sachen könnt ihr selber entdecken mit Hilfe der Schüleransicht. Und das sorgt dafür, dass wenn ihr ein solches Widget euren Schülern zukommen lasst und die Schüler sagen, ja, es tut uns leid, aber wie gehen wir mit dem Widget vor? Wie funktioniert das? Wir wissen das nicht. Die Fotos sind zu klein, wir können das nicht sehen. Ja? Dann könnt ihr darauf auch antworten, denn ihr habt es selber entdecken können in der Schüleransicht. Ja? Also gut, gehen wir mal zurück. Für die Zwecke von heute, lasst uns sagen, dass diese zwei Fragen genügen für unsere Aufgabe. Und jetzt könnten wir bereits das Widget unseren Schülern zukommen lassen. Mit diesem Knopf Teilen rechts oben. Nun, ich hatte gesagt, dass wir dieses Menü als Leitdraht verwenden würden. Und das werden wir auch kurz tun. Gehen wir eine Stufe runter zu Titel und Berichterstattung. Hier fangen dann eigentlich die Einstellungen, die globalen Einstellungen für unser Widget, die fangen dann hier an. Ich werde diese nicht alle besprechen, aber wichtig ist es zum Beispiel zu wissen, dass man die Möglichkeit, um die Antworten zu verschicken, dass man das abschalten kann. Ja?
Man kann zum Beispiel ein Widget teilen mit Schülern und dann als Anweisung geben. Das ist eine Übung, eine Art Selbststudium. Ja, übt damit, aber ich brauche die Antworten nicht zurückzuhaben. Übt da einfach mit. Aber das ist optional. Ja, in den allermeisten Fällen ist es den Lehrern interessant oder wichtig, dass sie die Arbeiten der Schüler betrachten können. Ne? Schüler kann nur einmal Antworten senden, ja, nein und so weiter. Wir haben einen Prüfungsmodus, bei denen man einen Grenzwert, also ein Zeitlimit einstellen kann. Wenn hier 30 steht, dann werden die Schüler nur 30 Minuten haben, das Widget auszufüllen und danach wird es blockiert und so weiter. Ja, da gibt es jede Menge von Möglichkeiten, für die ich euch einladen möchte, diese selber zu entdecken. Ja. Da gehen wir nochmal runter auf Allgemein. Hier gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Lass uns sagen, Berichtigungsoptionen, richtige Antwort anzeigen, wenn das Quiz beendet ist. Lass uns sagen, ich möchte das abschalten, wenn ich verschiedene Klassen habe. Ich möchte dasselbe Widget in verschiedenen Klassen verwenden. Aber ich möchte vermeiden, dass meine Schüler, die ja sehr schlau sind immer, die Schüler der ersten Klasse, der ersten Unterrichtsstunde, dass die nach dem Einreichen die Antworten sehen, sofort Screenshots erstellen, das den Schülern der anderen Unterrichtsstunde zukommen lassen und so weiter. Ja, dann kann ich das abschalten. Ansonsten kann ich es anschalten. Und ich schaue mittlerweile auf meiner eigenen Webcam und ich sehe, dass ich im Dunkeln sitze. Also machen wir hier mal kurz ein wenig Licht an. Entschuldigung. Also wo waren wir abgeblieben? Ja, also es gibt hier jede Menge von Möglichkeiten, wie ihr sehen könnt. Bewertungsoptionen, Punkte anzeigen, ja oder nein. Manche Lehrer bevorzugen es, dass die totale Punktzahl nicht angezeigt wird, denn das könnte demotivierend sein für die Schüler oder sowas. Und andere Lehrer, die bevorzugen es, wenn die Schüler schon wissen, wie viele Punkte einzusammeln sind für die Frage und so weiter. Ja, da gibt es jede Menge von Möglichkeiten. Und ja, es ist für unsere Zwecke heute jetzt nicht ganz interessant, um die alle zu besprechen. Dann wollte ich auch noch mal kurz, da die Sprache auf Spanisch eingestellt war, das kann man hier ändern, so. Schauen wir nochmal in die Vorschau rein. Und jetzt sehen wir den Timer, ja, also die Uhrzeit, die jetzt zurückläuft. Und wir sehen auch, dass das Wort hier sich geändert hat in Frage. So, gehen wir zurück und lass uns sagen, wir sind jetzt zufrieden mit der Übung. Wir werden das jetzt unseren Schülern zukommen lassen. Also klicke ich auf Teilen. Das Widget wird kurz verarbeitet. Und jetzt öffnet sich dieses kleine Dialogfenster, wo wir wählen werden, an welches Team innerhalb von unserer Microsoft Teams Umgebung wir diese Aufgabe schicken möchten. Also wähle ich einen Kurs. Ich habe nur einen einzigen Kurs, das ist mein Beispielskurs. So. Man kann hier auch mehrere Teams zugleich wählen, das ist kein Problem. Man kann hier optional ein Abgabedatum wählen, man kann hier noch eine Bemerkung dazu schreiben für die Schüler, eine Art von Anweisung. Und dann, Entschuldigung, möchte ich auf diese kleine Taste weisen. Wir haben zwei Möglichkeiten, das zu teilen. Entweder Microsoft Teams Aufgabe erstellen. Das bedeutet, das wird sofort veröffentlicht für das ganze Team und alle Schüler erhalten da direkt die Nachricht, es gibt eine neue Aktivität zu leisten, es gibt eine neue Aufgabe zu leisten. Ja. Und die zweite Möglichkeit ist Erstellen von Microsoft Teams Aufgabenentwurf, also der Entwurf, das bedeutet, dass das Widget schon mit Teams geteilt wird, aber nicht euren Schülern zugänglich gemacht. Ja? Also da hat man dann die Möglichkeit, sich das zu überlegen, das Widget nochmal einzuschauen, vielleicht welche Sachen zu ändern. Man kann dann auch Sachen, also Einstellungen, die spezifisch mit Microsoft Teams verbunden sind, die kann man dann auch noch einstellen, bevor das veröffentlicht wird. Außerdem hat man dann auch die Möglichkeit, die Aufgabe einzelnen Schülern zuzuschicken, wenn man das machen möchte. Also dafür verwendet man diesen Entwurf. Wir werden das nicht machen, also ich werde das einfach teilen mit meinen Schülern und sofort veröffentlichen. Das kann eine Zeit beanspruchen. Schauen wir mal, wie lange es dauert. So, das hat sich aber schon.
So, da ist meine Notifikation. Das Ganze ist geteilt. Und wenn ich jetzt bei Beiträge schaue, dann sehen wir hier, heute haben wir gepostet eine neue Aufgabe über Europa. Ja? Gut, also das ist, das hat geklappt. Was ich jetzt machen möchte, ist mal in, ist umsteigen auf eine Schüleransicht. Und jetzt muss ich darauf achten, dass ihr das auch sehen könnt. Wo ist mein Knopf? Ich hoffe, das ist er. Wenn sich bei euch nichts geändert hat, dann bitte sofort Bescheid geben im Chat, damit wir das richten können. Aber normalerweise seht ihr hier eine Schüleransicht von einer Schülerin, die wir haben, eine fiktive Schülerin. Und die ist auch in diesem Beispielskurs, wo ihr seht, dass es eine neue Mitteilung gibt oder eine neue Aktivität, eine neue Notifikation. Und da sieht man bei den Beiträgen also neue Aufgabe, Europa. Schauen wir rein. Ich weiß nicht, wie dieser Text auf Deutsch lautet, aber wahrscheinlich Aufgabe betrachten, sowas. Ja. So, und dann das Widget hat sich hinzugefügt als Beilage. Ne? Also hier unter Referenzmaterialien sieht man Europa. Da soll der Schüler noch einmal draufklicken, um das Widget auch tatsächlich öffnen zu können. Normalerweise wird es nicht nötig sein, dass die Schüler sich nochmal anmelden. Ich muss das aber jetzt machen, da ich mit zwei Profilen zugleich arbeite. Ja. So, und hier sehen wir jetzt das Widget mit der Uhrzeit, die wir eingestellt haben. Ganz wichtig ist es auch, dass die Schüler hier rechts oben ihren Namen sehen, denn das weist darauf, das bedeutet, dass die Verbindung zwischen den Anmeldedaten, also die Verbindung zwischen dem Schülerkonto und dem Bookwidget, dass die richtig erstellt ist. Und das bedeutet, dass wenn eingereicht wird, dass die Verknüpfung mit Google, mit Microsoft Teams, dass die richtig, dass die in Ordnung ist, ja, und dass man die Beiträge da so prüfen kann. Also fehlt der Name, dann werdet ihr die Antworten nicht betrachten können über Microsoft Teams, nur auf unserer eigenen Bookwidgets-Webseite. Das möchte ich doch erwähnt haben. So, also jetzt sind wir Schüler. Wir geben uns als Schüler vor, füllen wir das mal aus. Berlin, Paris, Rom. Ja. Ich hatte letztens eine Frage, wird Groß-Kleinschreibung beachtet? Das kann man einstellen, ja, dann wisst ihr das auch. Und dann sehen wir hier die zweite Übung. Nun, ich weiß nicht, ob ich da, ich habe darauf nicht hingewiesen, aber die Reihenfolge der Bilder bei diesem Fragetyp wird sich immer ändern. Ja, also für jeden Schüler wird die Bilderreihenfolge anders erscheinen, wird anders sein. Und das macht natürlich das Kopieren viel schwieriger. Nun, das sorgt dafür, dass es durchaus eine Möglichkeit ist, dass die Bilder zufällig in der richtigen Reihenfolge stehen. Ja, aber das wissen eure Schüler nicht. Aber wir haben bereits E-Mails erhalten, das Widget funktioniert nicht, denn die Bilder werden nicht richtig gemischt. Ist Zufall. Ja? Statistik, Chancenberechnung und so weiter. Ja? Also es ist immer möglich. Füllen wir das mal aus. Deutschland. Hier ist das Brandenburger Tor. Frankreich. Hier ist der Eiffelturm und logischerweise dann Italien mit dem Kolosseum. Ja. Jetzt können wir das bereits abschicken, hier mit diesem Knopf übermitteln oder hier mit dieser kleinen Karte, mit diesem kleinen Briefsymbol. Aber bevor wir das machen, werde ich noch absichtlich einen Fehler einbauen, denn wir möchten schauen, wie das Widget dann vorgeht. Ja, also schreibe ich zum Beispiel mal Rom mit H, egal was, und dann schicken wir mal los. So, klick da drauf. Ich muss nochmal auf Senden klicken, denn ansonsten rührt sich nichts. Und die Antworten werden versandt. Und wir hatten beschlossen, dass die Schüler sofort die richtigen Antworten zu sehen bekommen würden. Und das ist auch geschehen. Also der Schüler sieht Berlin richtig, Paris richtig, Rom falsch, denn hier die richtigen Antwort ohne H geschrieben. Ja? Ganz im Gegenteil, in der zweiten Frage alles richtig und alles erledigt. Das bedeutet, der Schüler hat die Arbeit gemacht, kann das schließen. So.
So, und das ist auch bereits geschehen. Jetzt treten wir mal zurück in die Rolle des Lehrers. So, das sollte passen. Wenn nicht, dann bitte nochmal eine Bestätigung im Chat. Also gehen wir zu Aufgaben. Okay, das mit dem Einreichen scheint nicht geklappt zu haben. Ich werde das nochmal versuchen jetzt. Kleinen Augenblick bitte. Ja, das ist natürlich dumm, denn die Technologie funktioniert immer, es sei denn, man möchte sie vorführen, dann geht was schief, also bitte um Verzeihung. Gestern habe ich eine ähnliche Präsentation gegeben, das hat einwandfrei geklappt. Ach nee, das ist ganz mein eigener Fehler. Alles hat einwandfrei geklappt, ich habe aber nur nicht aufgepasst. Tut mir leid, bitte um Verzeihung. Wir spulen ein paar Sekunden zurück und wir fahren fort. Also, hier sehen wir, ich hab eine einzige Schülerin in meiner Klasse, die ist jetzt hier erschienen und die hat abgegeben. Also wir können auf den Namen klicken. Und dann lesen wir können diese Datei leider nicht anzeigen. Und das ist deswegen, weil das Widget eine Beilage ist. Ja? Also hier können wir auf Einreichung klicken und dann können wir schon das Widget betrachten. Ja? Es öffnet sich dieses Fenster und dann haben wir also hier die Übersicht. Zusammenfassung, Gesamtpunktzahl 5 und 6. Das ist, wie unsere Schülerin abgeschnitten hat. Wir können hier jede Menge von Sachen tun. Wir können Antworten, die das Widget als falsch befunden hat, können wir als richtig markieren. Wir können das auch wieder rückgängig machen. Wir können richtige Antworten als falsch markieren. Wir können das rückgängig machen. Wir können die Note anpassen. Also lass uns sagen, ja, Rom verkehrt geschrieben ist jetzt nicht so ganz wichtig. Also kann ich zum Beispiel sagen, ich vergebe 2,5 von 3 statt 2 von 3. Das sind alles Sachen, die man machen kann. Man kann hier einen Kommentar dazu schreiben. Bitte Rechtschreibung achten. Sowas, ja, kann man einfach hinzufügen. Seit kurzem haben wir die Möglichkeit, um Bemerkungen an einzelnen Wörtern zu verknüpfen. Sonst klicke ich hier zum Beispiel mal auf Rom, dann erscheint hier diese kleine 1 und der dazugehörige Kommentar kann dann lauten, Rom schreibt sich ohne H, sowas, ja, was ihr wollt. Dann bei der zweiten Frage geben Sie hier einen Kommentar ein, einwandfrei. Ja. Hier sehen wir übrigens die Audiobeschreibung, die ich vorher erwähnt hatte. Also hier ist es zum Beispiel nicht möglich, sich das Audiofragment nochmal anzuhören. Also da ist die Audiobeschreibung dann wichtig, damit man weiß, was die Datei beinhaltet. Ja. Gut, dann gibt es die Möglichkeit, um die Antworten zurückzuschicken. Das geht mit diesem Knopf auf allen Plattformen, mit denen wir integrieren, außer Microsoft Teams. Ja, wenn wir draufklicken, dann liest man hier, diese Arbeit muss in Microsoft Teams zurückgegeben werden. Also das bedeutet, ich kann das hier einfach schließen. Und ich gehe zurück in meine Microsoft Teams-Umgebung. Und dann klicke ich hier auf Zurückgeben und ich sehe, dass die Punktzahl sich noch nicht automatisch aktualisiert hat. Schauen wir mal, ob das geschieht, wenn wir die Seite nochmal erneut laden.
So, jetzt schon. Teams ist da nicht immer sehr schnell. Also da muss man manchmal ein paar Minuten warten, manchmal die Seite erneut laden, damit sich das Ganze aktualisiert. Ja? Auf jeden Fall kann ich hier auf Zurückgeben klicken. Und jetzt ist das zurückgegeben. Jetzt wandern wir nochmal. So, da das Ping dazu, dass es geklappt hat. Und jetzt wandern wir nochmal in die Schüleransicht. So. Das sollte es sein. Und jetzt sehen wir für dieselbe Übung, in diesem Fall hat es sich schon automatisch aktualisiert, sehen wir für dieselbe Aufgabe nicht nur die Referenzmaterialien. Also wenn ich da drauf nochmal klicken würde, würde sich die Übung nochmal erneut öffnen. Aber hier drunter ist jetzt auch erschienen meine Arbeit. Und das bedeutet das Feedback meines Lehrers. Ja, also darauf kann der Schüler dann klicken, um sich die Arbeit anzuschauen. Und jetzt sehen wir genau das. Also die Arbeit, welche europäischen Hauptstädte sind dir angezeigt, Rom verkehrt geschrieben, der Kommentar dazu, Rom schreibt sich ohne H, bitte Rechtschreibung beachten, hatten wir alles drunter geschrieben, einwandfrei bei der zweiten Frage. Wir sehen hier diesen halben Punkt, den wir erteilt hatten und so weiter. Und ich glaube, ich betrachte auch die Uhr. Es ist 17:45, also wir haben noch 15 Minuten. Dies ist eigentlich, was ich euch heute habe zeigen wollen. Also wie erstellt man ein Widget? Wie teilt man es mit den Schülern in Microsoft Teams? Wie machen die Schüler es? Also wie füllen sie es aus? Wie senden sie es zurück? Und wie kann man dann als Lehrer diese Arbeit entgegennehmen, betrachten, korrigieren, von Noten versehen, von Bemerkungen versehen? Und das dann an die Schüler zurücksenden. Also möchte ich euch herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich möchte euch einladen, um sofort ein BookWidgets-Konto zu erstellen, falls es noch nicht der Fall ist, und loszuschlagen und alles, was ich heute nicht habe erklären können oder erzählen können, dies selber zu entdecken. Und dann würde ich sagen, haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um eure Fragen entgegenzunehmen. Ich habe die Mikrofone alle abgeschaltet. Also wenn ihr eine Frage habt, dann bitte in den Chat damit. Und dann gönne ich mir auch noch einen Schluck Wasser.